Wenn die Sonne sinkt, ist für manche auch noch Büroschluss. Ein Hörspiel von Elfriede Jelinek. Ich heiße Gabi. Eben bin ich in meiner winzigen Garçonniere. Mein nussbraunes Haar glänzt rötlich in der Sonne. Es reicht mir gewellt bis zu den Schultern. Ich habe einen schlanken, fast knabenhaften Körper. Vielleicht etwas zu schlank und knabenhaft, aber viele finden mich apart. Ich glaube nicht, dass ich besonders attraktiv bin. Etwas zu schlank und knabenhaft vielleicht, aber den Leuten gefällt es angeblich. Auch meine schönen, fast schwarzen Augen sind vielleicht etwas zu schwarz und dunkel. Meine Wohnung ist klein, aber schick. Mit vielen Posters. Ich bin Verkäuferin. Ich arbeite in der Teenagerabteilung eines großen Kaufhauses. Eben bin ich in der Teenagerabteilung des großen Kaufhauses. Ich beobachte dich schon die ganze Zeit, Gabi. Aber nein, das bildest du dir ein. Blödsinn. Was soll dich schon Interessantes an mir finden? Doch, Gabi, der schaut die ganze Zeit her. Dreh dich bloß nicht um. Dann schaut er eben die Kleider an. Kleider schaut man doch nicht so an. Der schaut dich an, Gabi. Er schaut dich an, als ob der Blitz in ihn eingeschlagen hätte. Ich fühle mich, als ob der Blitz in mich eingeschlagen hätte. Immer wieder muss ich dieses Mädchen anschauen. Entschuldigen Sie, Fräulein. Ich suche ein Kleid für ein junges Mädchen. Diese volle, wohltuende Stimme, die einen streichelt, wenn man sie hört, gehört einem eleganten Herrn um die 40. Mittelgroß, sympathisches, männliches, herbes Gesicht. Leicht graue Schläfen. Zu mir hat noch keiner so gesprochen. Zu euch sicher auch nicht. Diese volle, wohltuende Stimme, die einen streichelt, wenn man sie hört, gehört mir. Ich bin ein eleganter Herr um die 40. Mittelgroß, sympathisches, männliches, herbes Gesicht. Leicht graue Schläfen. Zu keiner anderen würde ich so sprechen als zu diesem Mädchen. Und zu euch schon gar nicht. Ja, mein Herr, mit der Farbe ist es nicht so einfach. Welche Haarfarbe hat denn Ihre Frau? Es ist nicht für meine Frau. Ich bin nicht verheiratet. Es ist für die Tochter eines Freundes. Dieses hier gefällt mir. Es würde Ihnen wunderbar stehen, Fräulein. Warum berührt es mich so merkwürdig, dass er unverheiratet ist? Ich kenne ihn doch gar nicht. Es ist unser schönstes Modell, mein Herr. Der muss Gieß haben. Es scheint Sie berührt zu haben, dass ich nicht verheiratet bin, obwohl Sie mich gar nicht kennt. Ich habe sehr viel Geld, aber ich bin nicht glücklich. Man sieht ihm irgendwie an, dass er nicht sehr glücklich ist. Mein Gefühl sagt mir irgendwie, dass er nicht sehr glücklich ist. Ich hoffe, das Kleid passt, mein Herr. Wenn es nicht passt, dann komme ich morgen wieder zum Umtausch. Wen darf ich dann verlangen? Ich bin Gabi. Vielen Dank. Ich habe das Kleid nur wegen dieser dunklen Augen gekauft, um in sie hineinsehen zu dürfen. Der hat das Kleid nur wegen deiner knabenhaften Figur gekauft, Gabi. Nein, wegen meiner dunklen Augen, um hineinsehen zu dürfen. Damit ist auch schon Büroschluss und der Tag praktisch zu Ende. Die Zeit bis zum nächsten Morgen verkürzen wir Ihnen, meine Damen und Herren, mit Musik. Was gefällt Ihnen an Ihrem Freund vor allem, dass er ist? Kameradschaftlich. Er hat dieselben Interessen wie wer, wie? Ich. Was betreibt er auch gerne? Sport. Was finden Sie nicht so wichtig, dass ein Mann gut aussieht? Welche Frauen wird ein gut aussehender Mann sich nämlich eher aussuchen als ein weniger gut aussehender? Schönere. Was haben Sie sich immer gewünscht? Groß, schlank, schwarz und dass er viel was? Verdient. Was ist Ihr jetziger Verlobter, zwar weniger? Schön. Was ist er aber, ein guter? Knarrt. In welcher Position wünschen Sie sich jemand in? Einer guten. Dass Sie sich was für eine Wohnung einrichten können, eine? Schicke. Wissen Sie schon genau, wie die aussehen müsste? So, Tiefe. Welche aus Weißem, was und wie tief? Ja, Friteuse, Leder. Sehr. Und was für einen Farb? Fernseher. Und alles nicht wie, sondern wie? Nicht alt, modern. Was wüssten Sie genau? Wie Sie was täten? Einrichten. Heute ist schon der nächste Tag. Ich habe gewusst, dass er kommt. Es ist kurz vor der Mittagspause. Es gibt Dinge, die weiß man einfach. Seit gestern gibt es Dinge, die weiß ich einfach. Fräulein Gabi. Ja, mein Herr, kennen wir uns? Ich habe doch gestern bei Ihnen das Kleid gekauft. Erinnern Sie sich nicht?
Ich bin sehr schüchtern, merkwürdig für einen Mann in meiner Position. Wie schüchtern er ist, merkwürdig für einen Mann in seiner Position. Seit gestern warte ich jede Sekunde, dass er wiederkommt. Mensch, meine Ohren werden ganz rot. Ja, ich erinnere mich dunkel an das Kleid. Entschuldigen Sie, Fräulein Gabi, wenn ich hier so eindringe. Aber bitte dringen Sie nur. Das Kaufhaus gehört ja nicht mir. Leider. Wollen Sie Ihren gestrigen Kauf rückgängig machen? Eigentlich nein. Ich wollte Sie nur fragen. Ich meine, erlauben Sie, dass ich Sie frage, ob Sie mir die Freude machen würden und heute Abend mit mir essen würden? Nur wenn Sie Lust haben, natürlich. Alle, die jetzt zuhören, können gelb vor Neid werden. Ihr werdet nie von so einem Mann angesprochen. Von so einem, der so aussieht und so viel Geld hat. Schüchtern ist er auch noch, wie ein großer Junge. Ich weiß nicht wieso, aber ich bin plötzlich schüchtern wie ein großer Junge. Da ist schon das teure Restaurant. Kommen Sie, Fräulein Gabi, wir wollen eintreten. So was habe ich noch nie gesehen. Naja, die silbernen Kerzenleuchter kann man ja schließlich nicht essen. Und die roten Rosen und das schwere Damasttischtuch auch nicht. Ach, so vergnügt war ich lange nicht, wie ein kleiner Junge. Er lacht wie ein kleiner Junge. Ganz exklusiv ist es hier. Gefällt es Ihnen wirklich, Fräulein Gabi? Es ist wunderschön. Von meinem Gehalt kann ich mir sowas natürlich nicht leisten. Wie heißen Sie eigentlich? Markus Tessner, gestatten. Deutscher? Ja, von allem ein bisschen. Mischung aus Paris, London, New York, Genf. Nirgends richtig zu Hause. Immer auf der Suche. Sie sind also ruhelos. Bis jetzt, ja. Und jetzt? Was ist jetzt? Darüber kann und will ich nicht sprechen. Es gibt Dinge, die man durch Reden leichter zerstören kann als Spinnweben. Ich will Dinge, die man durch Reden leichter zerstören kann als Spinnweben, nicht zerstören. Aber sagen Sie, warum laden Sie mich eigentlich ein? Ich bin doch nur ein Durchschnittsmädchen. Mit einem etwas knabenhafteren, schlankeren Körper als die meisten. Und mit etwas dunkleren Augen als die meisten. Und jetzt essen wir hier Kaviar und trinken Champagner und man hat das Gefühl, dass Sie das jeden Tag zum Frühstück essen. Also müssen Sie sehr viel Geld haben. Ich frage, warum nur? Warum? Da muss ich mich ja verteidigen. Naja, ich esse Kaviar allerdings sehr gerne. Und Sie, Gabi, sind durchaus kein Durchschnitt. Sie sind überdurchschnittlich. Ihr Körper, Ihre Augen, einfach alles. Nein, nein, ich bin durchschnittlich. Sie werden doch nicht annehmen, dass ich das alles glaube. Übrigens, mein Lieblingsgericht ist Schweinebraten mit Knödel. Nein, Sie sind durchaus nicht durchschnittlich, Fräulein Gabi. Sie können mir das glauben. Was, und Schweinebraten und Knödel ist doch was sehr Feines. Da ist jetzt Schluss. Sagen Sie mal was anderes. Ja. Wohnen Sie eigentlich hier? Nein, ich wohne mal hier, mal da. Überall zu Hause und nirgends. Ja. Morgen fliege ich geschäftlich nach Rom. Ja, dann eine angenehme Reise. Und der Pilot soll nicht zu schnell fliegen. Ja, ich werde es ausrichten. Ach, Sie sind wirklich ein drolliges kleines Mädchen. Wenn Sie jetzt Fernsehen würden, dann könnten Sie den romantischen Heimweg durch den englischen Garten verfolgen. Zwischen Gabi und Markus ist etwas. Man weiß noch nicht was, aber man ahnt es. Es gibt Dinge, die sich langsam, unendlich langsam entfalten müssen, damit sie nicht kaputt gehen. Diese Dinge beginnen sich jetzt eben zu entfalten, genau in dieser Sekunde. Während der Entfaltung der Dinge zwischen Gabi und Markus wollen wir ein bisschen Musik hören. Also, wo haben Sie Ihre Freundin kennengelernt? Beim Bowling. Wie oft gehen Sie? Jeden Donnerstag. Was haben Sie da immer so gemacht mit ihr? Spaß. Was muss sein? Spaß. Wie hat sie zuerst reagiert? Wie welche eben sind? Nicht. Frauen. Aber durch wen hat es endlich geklappt? Die auch mit war, Ihre? Bürokollegin. Wie finden Sie es, wenn eine Frau nicht gleich eingeht auf jeden? Gut. Witz. Wollen Sie eine Frau überhaupt, die gleich mit jedem mitgeht? Nein. Wohin möchten Sie mal gehen? In ein nettes? Lokal. Oder auch? Ja, tanzen. Was will sich denn eine Frau auch? Unterhalten. Und kann sie denn überhaupt nicht mehr, wenn erst Kinder da sind? Nirgends. Was sehen Sie am Abend gern? Fern. Was für Spiele sehen Sie dort am liebsten? Quiz. Familien. Thank you.
auf jeden Heimweg folgt ein Heim. Da ist es schon. Hat sich da nicht eben etwas entfaltet zwischen uns? Etwas beginnt sich zu entfalten. Stimmt. Aber was kann das sein? Nicht einmal ahnen kann ich, was sich plötzlich zwischen uns entfaltet. Ich glaube, ich habe einen kleinen Champagner-Schwips. Wir dürfen es nicht zerbrechen, was zwischen uns ist. Es ist zerbrechlicher als Glas, Gabi. Aber ich halte dich doch fest, ganz fest. Ich falle gleich um. Halt mich fest, Markus. Mit mir wirst du nicht fallen, Gabi, mein Kleines. Komm. Nein, nicht. Bitte nicht. Tu's nicht. Aber warum nicht? Komm her zu mir, bitte. Bleib bitte. Das dürfen wir nicht. Morgen bist du doch fort. Weit fort. Soll ich bleiben? Bei dir, ja? Lassen Sie sich durch mich nicht aufhalten, Herr Tessner. Krampfhaft spreche ich diese Worte nicht. Ich bin es, die sie spricht. Oh, das kannst nicht du sein, die das spricht, Gabi. Du sprichst so krampfhaft. Heute ist schon der nächste Tag und Kaufhausschluss. Heimlich sehe ich dauernd nach der Tür. Gleich wird er meinen Arm nehmen und sagen, ich bin gekommen, mein kleines Mädchen. Ich bin gekommen, mein kleines Mädchen. Ich habe gedacht, du bist fort. Ich konnte nicht wegfahren, Gabi. Ich sage das wie selbstverständlich. Wie selbstverständlich nehme ich deinen Arm, wie selbstverständlich gehen wir in ein teures Lokal und trinken Champagner. Wie selbstverständlich verbringen wir auch die nächsten Abende zusammen. Einen ersten Abend und dann einen zweiten, dann einen dritten, dann noch mehr Abende. Markus wirkt von Mal zu Mal gelöster und heiterer. Ich wirke von Mal zu Mal gelöster und heiterer. Gabi ist es, die mich von Mal zu Mal heiterer und gelöster macht. Ich bin jetzt schon richtig heiter und gelöst. Heute gehen wir mal nicht in ein so exklusives Restaurant. Wie du willst, mein Kleines. Wohin gehen? Heute gehen wir zu mir in meine kleine Wohnung. Ich koche uns Schweinebraten mit Knödel. Und dazu trinken wir billigen roten Landwein. In deinen hübschen, rustikalen Gläsern. Stimmungsvoll, aber modern. Wie in einem modernen Film, hä? Ich kann kaum essen, Gabi. Ich muss dich immer wieder ansehen, nur ansehen. Du bist schön, Gabi. Nein, nicht schön. Ich habe einen schlanken, fast knabenhaften Körper. Vielleicht etwas zu schlank und knabenhaft. Auch meine Augen sind dunkel, etwas zu dunkel. Für mein schmales Gesichtchen. Und zu groß, wie verwunschen. Gabi, irgendwann geben wir uns den ersten Kuss. Irgendwann bleibe ich das erste Mal über Nacht bei dir. Es folgt sofort das erste Mal Nacht für Gabi und Markus Tessner. Und während der ersten Nacht hören sie leise Musik. Wodurch sind heute die Frauen viel freier als früher? Durch die... Pille. Was sind Sie von Beruf? Kaufmännischer? Angestellter. Wogegen sind Sie? Gegen die... Pille. Was ist ein Medikament? Nicht wahr? Immer ein? Was in den wohin? Eingriff. Organismus. Was ist das irgendwie nichts? Natürliches. Was möchten Sie nicht nehmen? Die... Pille. Was finden Sie, nimmt Sie dem Ganzen seinen... Reiz. Wer bestimmt in Ihrer Familie über sowas? Ihr... Mann. Wofür sind Sie eindeutig? Für die? Pille. Wer bestimmt bei Ihnen zu Hause, was im Fernsehen eingeschaltet wird? Ihr? Mann. Welcher Fernsehstar ist Ihnen der allerliebste? Peter? Alexander. Verkörpert er für Sie Gemütlichkeit, Humor, Wiener Charme? Ja. Von wann bis wann sehen Sie normalerweise fern? Von bis? Programmvorschau, Kinderstunde, Bundeshymne. Gefällt Ihnen das Programm? Ja. Wie? Gut. Und so endet auch die erste Nacht von Gabi und Markus. Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal. Wir waren die ganze Nacht beisammen. Ganz nahe. Ich hatte so etwas noch niemals erlebt. Ich habe so etwas noch niemals vorher erlebt. Kleines Mädchen. Ich frage dich nicht, was jetzt werden soll. Eine unbestimmte Scheu hält mich davon ab. Ich denke nicht an die Zukunft. Eine unbestimmte Scheu hält mich davon ab. Sag,
Habe ich eigentlich einen anderen Mann bei dir verdrängt? Nein. Und du? Gibt es eine andere Frau in deinem Leben? Nein, mein Kleines. Frag nicht weiter, um unser Glück nicht zu gefährden. Was bist du vom Beruf, Markus? Oh, das ist doch unwichtig, Gabi. Was zählt, sind nur du und ich. Aber du musst doch von etwas leben. Ach, ich habe seit meiner Jugend Geld gehabt, teils ererbt, aber den größten Teil erarbeitet, hart erarbeitet. Ich habe nie etwas anderes gekannt als meine Arbeit. Und jetzt erst sehe ich, dass es auch etwas anderes gibt. Ich fühle, dass unsere Liebe ohne Zukunft ist. Oh, Gabi. Ich fühle es einfach. Es gibt auch noch anderes als Arbeit. Mein Markus. Mich. Tränen, Kummer, mein Mädchen. Es ist nur... Ich glaube, ich liebe dich. Aber das ist doch nichts zum Weinen. Das ist etwas, das mich sehr froh macht. Du verschweigst mir etwas, Markus. Ich habe dir etwas verschwiegen. Ja, Gabi. Eben jetzt und ich schweige noch immer. Sag es mir, Markus. Bitte. Dann wird es vielleicht leichter für uns. Gut. Ich will es dir sagen. Ich muss für ein paar Tage fort. Geschäftlich. Traurig. Tapfer antworte ich. Nein. Wann fährst du? Morgen. Nach Rom. Mit der Frühmaschine. Ich bringe dich zum Münchner Flughafen, Riem. Nein, bitte, bitte nicht. Wir wollen es uns doch nicht zu schwer machen. Wir wollen uns jetzt und hier Lebewohl sagen. Lebewohl. Wir wollen einander erst morgen früh Lebewohl sagen, Kleines. Jetzt ist gerade heute früh. Lebewohl, Markus. Lebewohl. Während des Lebewohls von Gabi und Markus hören Sie Evergreens. Heute beliebt, gestern beliebt und morgen beliebt. Da soll ich mich an wen wenden? An Ihren? Mann. Was finden Sie wichtig, dass sich eine Frau für Ihren herrichtet? Ihren? Mann. Was sehen Sie bei wem? Ihren? Das Gatten. Wo sitzen Frauen, die immer gut hergerichtet sein müssen? Im Büro. Wer wird davon profitieren, wenn die Frau zu Hause im Schlafrock und mit Lockenwicklern herumläuft? Die Sekretärin. Worauf achten Sie also? Auf Ihr Aussehen. Was möchten Sie schon manchmal alles hinschmeißen? Was sind Sie von Beruf? Ich bin Fleischer. Lieben Sie Ihren Beruf? Ja. Was ist es für eine Arbeit? Eine? Blutige. Wie ist die Arbeit noch? Ein bisschen sogar? Verrufen. Was sind Sie trotzdem gern? Fleischer. Was habt Ihr Fleischer für einen? Stoff. Wie geht der? Du kannst dem Tier das Leben nicht, doch einen schnellen Tod kannst du ihm schenken. Bravo. Wie finden Sie das auch? Richtig. Was kann eine Frau nicht immer überall? Mitgehen. Wen kriegen die Männer schließlich nicht? Die? Kinder. Was ist Ihr Ideal? Die? Arbeit. Was braucht man gleich nicht mehr, wenn einen die Arbeit nicht freut? Arbeiten. Und auch wir gehen weiter im Programm. Und es ist noch immer heute Morgen. In der Nacht war Markus so zärtlich wie noch nie, muss ich noch nachtragen. Er wollte nicht, dass ich ihn zum Flughafen bringe, aber heimlich folge ich dem Taxi. Ich will ihn wenigstens noch ein letztes Mal sehen dürfen. Halt! Wo fahren Sie denn hin? Das ist doch die falsche Richtung. Dort liegt doch nie und nimmer der Münchner Flughafen. Das ist doch der Weg zur Innenstadt. Markus wird mich doch nicht belogen haben. Eben merke ich, dass mich Markus doch belogen haben muss. So weh das auch tut. Es trifft mich mit solcher Wucht, dass mir übel wird. Warum nur? Warum? Er hätte es doch sagen können, dass alles jetzt aus ist. Ich bin höchstens 35. Groß, schlank, elegant, mit makelloser Figur,
und sehr gepflegt. Auch mein Gesicht ist als schön zu bezeichnen. Während Gabi eher ein dunkler Typ ist, bin ich eher ein heller Typ, blond. Ich erhebe mich aus einem weichen, tiefen Fauteuil. Markus beugt sich über meine schmale Hand und küsst diese. Es ist mehr Höflichkeit. Aber auf Gabi, die hinter einer goldenen Säule steht und uns beobachtet, wirkt dieser Handkuss wie das Ende der Welt. Fluchtartig stürzt sie hinaus auf die Straße. Tränenblind. In der riesigen, vornehmen Hotelhalle hat sich Markus über die Hand einer schönen, großen, schlanken Frau mit makelloser Figur gebeugt. Er küsste ihr die Hand. Dieser Handkuss war für mich wie das Ende der Welt. Ich bin außerdem tränenblind. Es folgen außerdem zwei schlaflose Nächte. Mir tut mein Herz sehr weh. Aber nach der zweiten Nacht werde ich langsam ruhiger. Aber vergessen kann ich ihn nicht. Es folgt eine der schon bekannten Pausen. Wir füllen sie mit Musik vom laufenden Band. Musik kennt keine Grenzen. Das sagt auch Gabi immer zu Markus. Wer ist Ihr Idol? Jochen? Rind. Was war Jochen? Ein vorbildlicher? Sportler. Wie war er immer und was hatte er? Fair, Kampfgeist. Wie ist er auch gestorben? Vorbildlich. Was für eine Ehe hat er geführt? Eine? Eine gute. Was ist Ihr Ideal? Wohin wollen Sie es in Beruf bringen? Weit. Was möchten Sie? Dass alles? Klappt. Wo wohnen Sie derzeit noch? Im? Dellingsheim. Warum? Weil Ihre Eltern nicht wo wohnen? In? Wien. Wann müssen Sie leider immer schon daheim sein? Früh. Um wie viel Uhr? Um? 10. Was geben die Lehrlinge aus dem Domesheim manchmal ein? Konzert. Was haben die für eine eigene? Eine? Beatgruppe. Wer kommt manchmal in den neuen Festsaal und führt klassische Musik auf? Das? Konservatorium. Was für eine Musik mögen Sie aber lieber? Die? Moderne. Was ist Ihnen das Wichtigste? Der? Weltfriede. Was finden Sie schon wichtig, dass es eine Frau hat? Einen? Beruf. Aber bei wem ist es wichtiger? Beim? Mann. Die eben gehörte Pause dauerte 5 Wochen. In diesen 5 Wochen kein Brief von mir. Kein Wort von mir. Nichts. Du bist es. Und mit einem herrlichen Strauß langstieliger roter Rosen im Arm. Wortlos bitte ich dich herein, wortlos zeige ich auf einen Sessel. Mein Gesicht ist unbewegt wie eine schöne, aber tote Maske. Ich konnte nicht früher, Gabi, glaub mir, es ging nicht. Bitte hab doch Vertrauen. Warum belügst du mich, Markus? Ich lüge dich nicht an, glaub mir. Einmal wirst du es wissen, aber nicht jetzt. Frag mich nicht. Soll ich wieder gehen? Nein, bleib. Aber ich will die Wahrheit wissen. Gerade die Wahrheit ist es, die du nicht erfahren darfst. Glaub mir das. Es ist besser für dich und für mich. Markus, ist es eine andere Frau? Beinahe erleichtert antworte ich, nein, es ist keine andere Frau. Komm jetzt, wir wollen spazieren gehen. Wie früher. Weißt du noch? In der folgenden Pause gehen Gabi und Markus zum 10. Mal spazieren. Und wir stellen uns vor, wie Gabi und Markus gehen und gehen und bringen dazu heiße Musik. Thank you.
Wer ist Ihr Idol? Ihr? Vater. Warum ist Ihr Vater Ihr Idol? Weil er immer wie war? Fleißig. Was haben Sie nicht ein? Idol. Was haben Sie für sowas keine? Zeit. Was tun Sie in der Zeit, in der andere ein Idol haben? Fernsehen. Soeben ist die Pause wieder beendet. Soeben haben wir wieder zueinander gefunden, ohne viele Worte, mit wenigen Worten. Wir haben soeben fast schweigend zueinander gefunden. Diesmal für immer. Ich weiß das. Obwohl noch immer viele Rätsel um Markus Tessner sind. Soeben haben wir schweigend wieder zueinander gefunden. Obwohl noch immer viele Rätsel um mich sind. Eines der vielen Rätsel ist zum Beispiel, dass sich ein Mann von diesem Format, reich, klug, zärtlich, gut aussehend und so weiter, mit mir Durchschnittsmädchen einlässt. Ich habe zwar einen schlanken, knabenhaften Körper, doch vielleicht einen etwas zu schlanken, knabenhaften. Gabi wundert sich vielleicht, warum sich ein Mann von meinem Format und meinem Aussehen mit einem Durchschnittsmädchen einlässt. Aber Gabi ist durchaus kein Durchschnittsmädchen. Außerdem kann jedem Durchschnittsmädchen sowas einmal passieren, wenn es schön fleißig ist und sich immer bemüht. Und außerdem spielt auch der knabenhafte Körper eine große Rolle. Vielleicht bin ich doch kein Durchschnittsmädchen. Soeben ist wieder einmal Büroschluss. Ich hole Gabi von der Arbeit ab. Soeben ist wieder einmal Büroschluss. Ich hole Gabi von der Arbeit ab. Soeben ist mir... und so weiter. Heute ist der 12. Büroschluss, an dem ich Gabi von der Arbeit abhole. Ich habe mich verändert. Ich bin ruhiger, nachdenklicher und stiller geworden. Jedoch Gabi ist viel zu verliebt, um meine Veränderung zu bemerken. Es ist schön, von der Arbeit abgeholt zu werden. Markus ist vielleicht stiller geworden, jedoch bin ich viel zu verliebt, um meine Veränderung zu bemerken. Hörst du, wie der Jaguar surrt, Gabi? Der Traumwagen surrt nur für dich. Nur für mich hast du diesen Traumwagen gemietet. Markus, du bist so lieb und gut. Und einen so schönen Ausflug haben wir gemacht. An einen schönen See, den Chiemsee. Die Rückfahrt vom schönen Chiemsee, wunderschön. Wir vertreiben uns inzwischen wieder die Zeit mit Musik. Lernst du eigentlich, damit du was einmal hast, einen? Beruf. Was macht doch das Leben erst lebenswert? Die? Arbeit. Was ist die Arbeit eigentlich? Das? Leben. Was möchtest du dir auch einmal kaufen? Ein? Auto. Wohin fahrt ihr dieses Jahr wieder auf Urlaub? Nach? Italien. Wohin fliegt ihr? Nach? Teneriffa. Wer? Die ganze? Familie. Wie weit wollt ihr einmal weg? Weiter. Warum lernst du? Damit du einmal was gründen kannst? Eine? Familie. Wer ist Ihr Ideal? Alle, die fleißig was? Arbeiten. Was kommt einem heute kaum mehr unter? Sowas. Was? Anständigkeit, Sauberkeit. Was ist mit denen, die nichts leisten wollen? Mit ihnen? Fort. Die Rückfahrt verging wie im Fluge. Eben ist die Rückfahrt vom Chiemsee zu Ende. Schade. Schon zu Ende. Gerade rechtzeitig, um zu hören, wie es nun weitergeht. Schade, schon zu Ende. Alles Schöne geht einmal zu Ende, Gabi. Ich habe eine Riesenbitte. Kleines Mädchen, vielleicht zu groß für so ein kleines Mädchen? Eine andere Frau? Ist es doch eine andere Frau, Markus? Nein, nein, keine andere Frau, keine Verlobte, niemand, nur du. Bitte, ich ziehe dich so heftig an mich, dass es schmerzt und du beinahe aufschreist. Bitte. Komm mit mir ins Meer. Ich möchte mit dir nach Italien, an einen Ort, wo uns keiner kennt. Ganz allein mit dir sein. Bitte, sag nicht nein, mein Kleines. Fast hätte ich aufgeschrien, so fest hast du mich an dich gezogen. Ich weiß nicht, soll ich lachen oder heulen? Ich lache weder noch heulig. Sachlich frage ich, was soll ich meinem Chef sagen? Ich kann doch nicht mitten in der Saison Urlaub machen. Jetzt sind wir schon am Meer.
in einem romantischen kleinen Fischerdorf. Erst hatte ich schon geglaubt, es würde nicht gehen, aber meine Kolleginnen waren reizend. Sie haben es im letzten Augenblick möglich gemacht. Mir ist, als hätte es das Geschäft und den Chef nie gegeben und nie die ekelhaften, schwitzenden und fetten Kundinnen. Gibt es ein Kaufhaus in München, in dem du arbeitest? Es gibt nur noch dich, Markus. Wir wohnen in einer kleinen Pension, in einer winkligen Gasse. Wir trinken viel Rotwein und essen Spaghetti und baden viel. Unsere kleine Pension liegt in einer winkligen Gasse. Wir trinken billigen Rotwein dazu. Es ist wie in einer Geschichte aus einer Illustrierten. Es ist wie eine Geschichte aus einer Illustrierten, die aus dem Leben gegriffen ist. Die 14 Tage vergehen wie, im Flug. Wir wohnen in einer winzigen Pension mit Blick aufs Meer. Jeden Tag schwimmen wir und faulenzen und trinken roten Landwein dazu. Und jede Nacht liegen wir einander in den Armen. Gabi ist nicht mehr die kleine, gehetzte Verkäuferin. Sie ist ein Wesen aus Sonne, Wasser und Wind. Ich fühle mich wie ein Wesen aus Wasser, Wind und Sonne. Selbst Markus wirkt jünger, heiterer, gelöster, froher und unbeschwerter. Ich werde wieder fast jung mit dir, mein Kleines. Heute ist unser letzter Abend. Du bist doch nicht alt, Markus. Weißt du, dass du kein einziges Mal mit mir getanzt hast? Ich weiß. Enttäuscht? Nein. Einmal hättest du mich aber schon über die Tanzfläche wirbeln können. Ich sage feierlich und ganz anders als sonst. Wollen wir bleiben, mein kleines Mädchen? Wollen wir hier bleiben? 4 Wochen? 6 Wochen? 3 Monate, solange du willst. Du sprichst so anders als sonst, Markus. Und bleiben, das geht doch nicht, die Firma... Mir ist es sehr ernst damit, Kind. Seltsam, Markus. Ich liebe dich, ich schlafe mit dir, ich lebe mit dir, ich verreise mit dir und ich weiß immer noch nicht, wer du bist. Ist das so wichtig? Es ist wichtig. Woher kommt dein vieles Geld, Markus? Was treibst du jetzt? Arbeitest du nicht oder hast du dich schon selbst pensioniert? Also ich verfüge schon seit jungen Jahren über sehr viel Geld. Teils ererbt und teils erarbeitet. Ich habe jahrelang wirklich nichts anderes als meine Arbeit gekannt. Ich habe mich nicht selbst pensioniert. Wer denn? Eine Teilhaberin? Wie kommst du denn auf sowas? Ich war bis jetzt immer mein eigener Herr. Und jetzt? Leichthin antworte ich mit einem Kuss auf die Stirn. Jetzt habe ich dich. Ich denke nach. Fragen gehen durch meinen Kopf. Warum hat Markus nie geheiratet? Er ist doch für eine Ehe wie geschaffen. Zärtlich, gut, liebevoll. Ist er wirklich so reich? Warum hängt er sich denn an ein Durchschnittsmädchen wie mich? Ich kann ihm doch nichts geben als ein klein wenig Fröhlichkeit und meinen schlanken, knabenhaften Körper, der auch etwas zu schlank und knabenhaft ist. Auf keine dieser Fragen finde ich eine Antwort. Aber eins weiß ich sicher. Ich liebe ihn. Du bist durchaus kein Durchschnittsmädchen, Gabi. Dein Körper ist schlanker und knabenhafter als die meisten. Und deine Augen sind größer und dunkler als die meisten. Die jetzt folgende Zeit ist 2 Monate lang. Aber auch diese Zeit werden wir hinter uns bringen. Am besten geht's mit Musik. Was haben Sie trotz Ihres Alters noch nicht eine? Freundin. Was haben Sie bei den Mädchen nicht keine? Chance. Welche wäre Ihnen am liebsten eine vom? Film. Uschi Glas, das wäre ein Ding. Was sind Sie auch, ein? Amateursänger. Was für eine zögen Sie vor, eine die? Mir helfen könnte, für Schallplattenaufnahmen Duett zu singen. Wann wären Sie überglücklich, wenn Sie auch noch die? Ganz große Liebe treffen könnte. Was muss man natürlich schon lassen, etwas? Springen. Wozu muss man sie einladen? Zum? Trinken. Wen, die? Ja, die Dame. Was findest du dumm, dass ihr nicht durft bei Theateraufführungen im Festsaal? Nebeneinander sitzen. Wer? Neben wem? Die neben den? Burschen. Mädchen. Wo sitzt ihr meist? Links. Und die Burschen? Rechts. Wer sitzt dazwischen? Die? Erzieher. Thank you.
Ende der 2 Monate. Auch sie sind wie im Flug vergangen. Manchmal glaube ich, dass es Leute gibt, denen die Zeit nicht so schnell vergeht wie euch, liebe Kinder. Manchmal glaube ich, dass es Zeiten gibt, die nicht so schnell vergehen wie diese Ferien, liebe Kinder. Zum Beispiel Krankenhausaufenthalte und so. Jetzt sind wir schon 2 volle Monate hier. Wir leben wie im Rausch. Du wirkst wie im Rausch, Markus. Und dann noch die Anerkennung als Frau durch einen Mann wie Markus. Ich will dieses Leben festhalten, solange es geht. Ich erkenne Gabi als Frau an. Einmal ist sie eine zärtliche Geliebte und dann wieder ein ausgelassenes kleines Mädchen. Einmal bin ich eine zärtliche Geliebte und dann wieder ein ausgelassenes kleines Mädchen. Das ist mein Geheimnis. So müssten mehr Mädchen sein. Vielleicht bin ich doch kein Durchschnittsmädchen. Nein, Gabi. Sonne und Wind und Meer haben ein anderes Wesen aus dir gemacht. Außerdem sage ich noch etwas über deinen schlanken, knabenhaften Körper. Wir gehen wieder einmal über die kleine Piazza. Ich sage fragend, Markus. Ja? Ich liebe dich. Ich ziehe dich zärtlich ganz fest an mich und mache ein Geständnis. Es ist schön, mit dir zusammen zu sein. Du wirkst wie eine Droge auf mich. Es ist wie ein neues Leben. Jetzt sind wir schon im Zimmer. Komm, leg dich zu mir. Wir wollen nur so nebeneinander liegen. Ganz still. Ja. Gleich versinkt die Sonne, glutrot im Meer. Da ist sie schon versunken. Nun ist es Nacht. So eine Nacht kann kurz sein. Sie kann aber auch endlos sein. Doch alles wird leichter mit Musik. Lieblingsschauspielerin Uschi? Klaas. Was möchten Sie? Wie aussehen so? Wie Sie? Wie sehen Sie wirklich aus? Wie und wie? Klein, pummelig. Was macht natürlich viel aus? Die und Bemalung. Wie lange sind Sie jetzt verheiratet? Seit? 6 Monate. Was tun Sie Ihren Mann? Sie? Hassen, verabscheuen. Was tun Sie, wenn er nachts zu Ihnen kommt, dass Ihnen fast schlecht wird? Ich. Was sagen Sie dann, dass Sie haben? Kopfschmerzen. Was ist der zwar für ein Mensch? Ein und ein? Liebe Hansescooter. Was aber wird ihm ihr Verhalten manchmal zu? Viel. Was tut er dann? Wohin geht er dann? In die? Wirtschaft. Was tut er dort bis in der Frühe? Er? Trinkt. Wie kann es nicht weitergehen? So. Was sind Sie von Beruf? Toilettenfrau. Was waren Sie von Beruf? Sekretärin. Wie nennt man Sekretärinnen? Klapperschlangen. Bürokraten. Wie alt sind Sie jetzt und was für eine Tochter haben Sie? Eine? 21. Dreijährige? Ach, ich hasse den Ball. Ich kann nirgends mehr hin. Früher bin ich tanzen gegangen und jetzt muss ich immer bei dem Fratzen zu Hause sitzen. Ich werde nur verrückt. Ich schlag das Kind oft und grundlos. Das muss ich zugeben. Der Mann schimpft dann sehr. Er will sich jetzt scheiden lassen. Das will ich nicht. Ich werfe mich oft auf den Boden und schreie deshalb. Ende der Nacht. Wir unterbrechen unser Musikprogramm wieder einmal für eine Durchsage. Ich war eingeschlafen. Jetzt eben wache ich auf. Markus ist nicht in seinem Bett, wo er sonst immer ist. Das Bett ist leer. Gleichzeitig höre ich... Eben trete ich ein. Ich frage mit einem angestrengten Unterton. Frühstücken wir heute bei dir? Du bist schön auf? Oh Gott, du bist ja ganz grau im Gesicht, hätte ich beinahe gesagt. Aber ich unterdrücke es und antworte nur, ja, bei mir. Ich habe vor dem Einschlafen noch einen Spaziergang gemacht. Ich konnte nicht schlafen. Kann es etwas Schöneres geben, als von einem solchen Mann geliebt zu werden? Er gibt Vertrauen und Sicherheit. Heute ist er überhaupt zärtlicher denn je. Ich gebe Gabi Vertrauen und Sicherheit. Und die Liebe. Die ganz große Liebe.
Langsam neigt sich der Sommer. Die Touristen beginnen abzureisen. Das wirkt romantisch und traurig. Als ob in einem Film etwas zu Ende ginge. Unwiderruflich. Es geht auch etwas unwiderruflich zu Ende. Das Strandbad wird langsam leer. Ich habe das Gefühl, langsam geht irgendetwas in mir zu Ende. Es wird dunkler um mich. Hier ist der Strand. Ich gehe nichts ahnend darüber. Plötzlich sehe ich wieder die schöne Frau, der Markus damals die Hand geküsst hat. Ich erschrecke. Irgendetwas geht langsam zu Ende. Dieses Gefühl habe ich. Wie gehetzt laufe ich ziellos davon. Wie gehetzt läuft Gabi ziellos auf mich zu. Ich sitze auf der Steinmauer und habe mich zusammengekrümmt. Ich bin grauer im Gesicht als je zuvor. Schläfst du am helllichten Tag, Markus? Ich lasse mir nichts anmerken. Es muss etwas geschehen sein, doch man merkt es ihr nicht an. Es ist nichts. Es ist nur ein Anfall von Müdigkeit. Ist schon vorbei, Kleines. Essen wir heute in der kleinen Pension? Ganz allein? Wir zwei? Ja, mein Liebling, ganz allein. Wir wollen einkaufen, ja? Wieder Rotwein, dann Käse und eine riesige Melone. Ganz allein für uns. Ach ja. Farbenfroh sieht das aus, wie wir den Tisch decken mit dem alten Bauerngeschirr, das uns der Wirt geliehen hat. Fertig. Mit einem Kuss bitte ich dich zum Essen. Komm her. Ja, ich komme. Halt mich fest. Man sieht Gabi an, dass sie etwas bedrückt. Mich bedrückt etwas. Die schöne, unbekannte Frau am Strand. Warum ist Markus nicht ehrlich zu mir? Ach was. Ich will nicht mehr immer nur fragen und fragen. Es gibt Dinge, die muss man spüren. Und ich spüre, dass Markus mich auch liebt. Vielleicht habe ich mich auch getäuscht und die Fremde ist nur eine Doppelgängerin der anderen Fremden. Was bedrückt dich, Kind? Nichts, Markus. Es ist nichts, gar nichts. Ich möchte am liebsten für immer mit dir hierbleiben, mein kleines Mädchen. Dann bleib doch, Markus. Na, das geht leider nicht. Aber es ist nicht meine Schuld. Warum nicht? Frag nicht, Gabi. Einmal wirst du es wissen. Nicht jetzt. Ich kämpfe nur mit Mühe meine Eifersucht nieder. Ich wollte, ich könnte den heutigen Tag ausdehnen. Wie könnten wir den heutigen Tag besser ausdehnen als mit Musik? Seit wann sind Sie verheiratet? Seit 7 Monaten. Und was sind Sie sehr? Verliebt. Leider nicht in meinen Mann. Auf einer Frankreichreise lernte ich einen irren Typ kennen. Schwarzer Bart, lange Haare, Musiker in der Band, die diese Reisen begleitet. Wir erlebten eine unwahrscheinliche Romanze. Mit dem Ende der Ferien war sie vorbei. Mein Geliebter hat mir einen Song gewidmet. Solange es dieses Lied gibt, werde ich ihn nie vergessen. Was gehört eben zum Leben? Arbeit. Was ist nicht dabei? Freude. Wer nimmt manchmal überhaupt kein Ende mehr? Der Tag. Was ist Ihnen von Haus aus anerzogen? Was und Gutes? Was? Höflichkeit. Benehmen. Wobei hilft Ihnen das sehr bei Ihrem Beruf, in dem man doch viel mit den verschiedensten Menschen zusammenkommt? Was ist das für ein Beruf? Toilettenfrau. Wer ist Ihr Idol, Karl? Schranz. Kein Sportler hat sich jemals so lange in der Weltspitze halten können. Er ist der Größte. Wer ist der Größte, Karl? Schranz. Worauf soll euch die Arbeit vorbereiten? Auf euer weiteres? Leben. Und dass ihr was erlernt? Einen? Beruf. Wozu lebt ihr? Um zu und zu? Arbeiten, weiterkommen. Was wollt ihr außerdem euch was können? Leisten. Was muss jeder haben? Seine Aufgabe. Was sind Sie manchmal so? Müde, dass ich glaube, der Tag nimmt überhaupt kein Ende mehr. Manchmal bin ich so müde, dass ich kaum noch stehen kann. Wer ist Ihre Lieblingsschauspielerin, Uschi? Glas. Nun ist der Tag genug gedehnt und die Nacht kann endlich hereinbrechen. Diese Nacht wird unsere schönste. Warum wurde diese Nacht unsere schönste? Aber selbst die schönste Nacht hat ein Ende.
Jetzt ist eben dieses Ende. Das Ende fängt damit an, dass ich Markus nirgends finden kann. In seinem Zimmer ist er nicht, am Strand auch nicht. Zuerst esse ich ganz allein eine Riesenportion Spaghetti wie ein Fotomodell auf einer Titelseite. Dann fahre ich zum Strand und schwimme weit ins Meer hinaus. Mein knabenhafter Körper kommt mir dabei sehr zu Hilfe. Erst als ich gegen Abend zurückkomme und Markus noch immer nicht da ist, werde ich unruhig. Es folgt eine unruhige Nacht. Jetzt ist die unruhige Nacht zu Ende und ein unruhiger Tag folgt. Auch die fremde Frau ist verschwunden. Ich werde immer unruhiger. Jetzt bin ich schon sehr unruhig. Was kann nur geschehen sein? Ein Telefonat für Sie, Signora. Signor Tessene ist in Napoli. In Neapel? War der Signore selbst am Apparat? No, fremder Mann. Nur Name und Adresse in Napoli. Hier stehen. Kapito? Fieberhaft notiere ich die Adresse. Fieberhaft haste ich zur Fähre. Fieberhaft stehe ich nach einer endlosen Zeit vor der Adresse. Ich bin eine schneeweiß gekleidete Schwester. Ich bewege mich lautlos. Hier sind viele weiß gekleidete Schwestern. Ich möchte zu Herrn Tessner, bitte sofort. Wo ist er? So reden Sie doch. Würden Sie mir bitte folgen? Hier herein. Bitte nehmen Sie Platz. Ich verstehe nicht. Ich bin ein kleiner Arzt mit grauen Haaren. Ich spreche gebrochen Deutsch. Ich trage eine weiße Kittel. Ich sehe die junge Frau ernst an. Ich sage Frau, nicht Fräulein. Endlich spreche ich. Ich muss Ihnen leider eine sehr traurige Nachricht übermitteln. Seien Sie tapfer. Es betrifft Signor Tessner. Nein, nein, nein. Ist ihm etwas zugestoßen? So können wir es nicht nennen, Signora. Aber Sie müssen jetzt stark sein. Ich darf Ihnen noch sagen, dass er zum Schluss keine Schmerzen mehr leiden musste. Sie wissen, die Spritzen. Ich sehe aus wie ein schönes Mädchen in einem Film, das eine furchtbare Nachricht bekommt. Ist er tot? Nein, doch nicht tot. Sie, leider, Signora. Es ist meine traurige Pflicht. Ich schweige und starre den kleinen Mann entsetzt an. Eine Ewigkeit scheint zu vergehen. Während eine Ewigkeit zu vergehen scheint, lieber Hörer, machen wir wieder ein wenig Musik. Was ist Ihre Arbeit zwar? Schwer. Doch wen fühlt sie wirklich aus, einen? Menschen. Was braucht der Mensch hier, eine? Aufgabe. Was sind Sie eher, ein? Schreibtischmensch. Wie ist es bei Ihnen? Oh so. Zuerst warten wir auf die Mittagspause, dann warten wir, bis endlich Schluss ist. Meinung dürfen wir keine haben. Vom Chef kommt jede Stunde einer runter und kontrolliert und fragt, ob wir nichts brauchen. Was sind Sie mehr, ein? Kopfarbeiter. Was ist ein schönes Gefühl, sich auf seine zwei was zu verlassen? Hände. Wozu haben Sie Liebe zum? Beruf. Wen wollen Sie einmal heiraten, einen, der Sie respektiert? Der nicht jeden Abend ins Wirtshaus geht und der eine anständige Stelle hat. Nicht so einen wie mein Vater. Wen sehen Sie am liebsten, Peter? Alexander. Was machen Sie? Büroarbeit. Das ist nicht so wie eine andere schmutzige Arbeit. Dazu habe ich schließlich gelernt, dass ich eine gute Stellung bekomme. Ich möchte gerne einmal Betriebschef werden. Ich lerne Englisch und besuche auch sonst noch einige Kurse. Jeden Abend dann nicht bis 11, aber es wird sich verdienstmäßig lohnen. Was ist Ihr Mann, kaufmännischer? Angestellter. Wo sitzt er im? Büro. Wen hätten Sie nicht geheiratet, einen? Arbeiter. Was macht Ihr Mann oft? Überstunden, weil wir ein neues Auto wollen. Dann mache ich daheim Handarbeiten oder beschäftige mich mit dem Kleinen. Dass ich allein ausgehe, das würde mein Mann nicht wollen und ich selber auch nicht. Ohne ihn würde es mir auch keinen Spaß machen. Wofür machen Sie Ihre Arbeit für den? Wochenlohn. Was ist keine dabei? Freude. Was wäre Ihnen am liebsten, wenn Sie da früh nicht mehr was müssten? Aufwachen. Thank you.
Die Ewigkeit ist soeben zu Ende gegangen. Kommen Sie. Ich bringe Sie runter. Und seien Sie jetzt weiter tapfer. Weinen Sie ruhig, wenn es Sie erleichtert. Ich kann nicht einmal weinen. Ich bin wie ausgebrannt. Es ist ein Gefühl, das nicht viele kennenlernen. Kommen Sie. Wir kennen uns doch. Wir haben einander schon gesehen. Ja, das ist möglich. Sie sind die fremde Frau, die Markus immer getroffen hat, der die Hand geküsst hat damals im Hotel. Er musste mich treffen, leider. Ich war in den letzten Jahren seine Privatärztin. Es gab nichts, was ihn hätte retten können. Krebs. Seit langem unheilbar. Wir konnten ihm nur sein Leiden erleichtern, nicht aber ihn heilen. Wir haben alles versucht, aber es gibt Fälle, wo die ärztliche Kunst versagen muss, wo ein anderer stärker ist. Ihre Stimme klingt von weit her, von sehr weit. Seien Sie stark. Herr Tessner hätte nicht gewollt, dass Sie weinen. Er hat Sie sehr geliebt, wissen Sie das? Schlicht antworte ich, ja, ich weiß es. Diesen Brief soll ich Ihnen geben, als Abschiedsgruß. Und noch eins, er hat Sie in seinem Testament zur Alleinerbin erklärt. Ganz als ob Sie seine Frau gewesen wären. Sie besitzen jetzt ein sehr großes Vermögen, Kind. Wussten Sie, dass Herr Tessner auch Hauptaktionär des Kaufhauses war, in dem Sie gearbeitet haben? Geld. Was ist schon Geld? Sie sind noch sehr jung, Kindchen. Wollen Sie jetzt den Brief lesen? Ich lasse Sie allein. Ich reiße den Umschlag auf und lese Tränen erstickt. Mein kleines Mädchen, wie soll ich dir danken? Für alles. Du hast mein Leben nicht nur länger gemacht, sondern auch schöner und reicher. Du hast mich überhaupt erst gelehrt, was Leben ist. Dafür werde ich dir immer danken. Ich habe dich um deiner Fröhlichkeit willen geliebt, aber auch, weil du die Frau warst, nach der ich mich immer gesehnt habe. Ich habe mich nun ganz leise von dir fortgestohlen. Es war besser so. Du sollst dich an mich erinnern, wie ich mit dir gelacht habe, mein Kleines. Schmerzen haben in unserer Welt keinen Platz. Vergiss mich nicht. Und denk manchmal an uns, wenn du nichts Besseres vorhast. Aber nicht traurig, sondern so, ich neben dir ginge, wie ich immer neben dir gehen werde. Leb wohl, mein kleines Mädchen. Das Leben geht weiter. Während das Leben immer weiter und weiter geht und Sie, meine Damen und Herren, sich ausmalen, wie Gabi jetzt weiterlebt mit ihrem vielen Geld. Noch einige Takte Musik zum Abschluss. Und vielleicht können wir auch für unser Leben eine kleine Lehre aus dieser Geschichte ziehen, die wie ein Märchen begann und noch nicht zu Ende ist. Was könnt ihr nun weiter, liebe Hörer? Wir können nun weiter Sätze bilden. Was ist zwar aus? Das Hörspiel ist zwar aus, aber Sätze kann man immer weitermachen, bis zur Vergasung. Werdet ihr dabei etwas merken? Wir werden dabei etwas merken. Was? Wir werden merken, dass es immer dieselben Sätze sind, die uns einfallen. Wisst ihr etwas, das besser wäre? Ja, es wäre besser, wenn wir den Mund hielten. Ist es euch nicht schon fad, immer dasselbe? Es ist uns schon fad, immer dasselbe. Glaubt ihr, dass ihr was dafür könnt? Vielleicht können wir gar nichts dafür. Leidet ihr darunter? Vielleicht leiden wir selber am meisten darunter. Worüber bin ich eigentlich froh? Wir glauben, Sie sind froh, dass Sie auf der anderen Seite vom Radioapparat sind und richtig blasen dürfen.
Wenn die Sonne sinkt, ist für manche auch noch Büroschluss. Ein Hörspiel von Elfriede Jelinek. Sie hörten das Stück in einer Gemeinschaftsproduktion des Süddeutschen Rundfunks Stuttgart mit dem Bayerischen Rundfunk. Die Rollen und ihre Sprecher waren Gabi Helga Anders, Markus Martin Benrath, Gabis Freundin Cornelia von Stockhausen, eine Frau Irene Marholt, der Wirt Luciano Barbiero, der Arzt Gerardo Romanini, Reporterin Gisela Reich, Moderator Heiner Schmidt. Ton und Schnitt Walter und Ursula Guggenberger. Assistenz Günter Guben, Regie Otto Düben.